Hier dreht sich alles ums Fass. Der Familienbetrieb von Wilhelm Schmidt baut seit 1914 Wein- und Bierfässer. Das Münchner Unternehmen hat viel zu tun. Bis zum Oktoberfest müssen 200 große Fässer fertig werden, sogenannte Hirschen. Der ganze Betrieb freut sich über die große Nachfrage. Der Holzfassanstich ist eine sehr traditionelle Sache und es hat in der letzten Zeit, und es freut mich sehr, hat es wieder zugenommen. Ja, das ist eindeutig im Wachstum begriffen. Das finde ich sehr gut. Die meisten Fässer sind aus Eichenholz. Die Holzbretter, sogenannte Dauben, werden gekocht und in die typische Fassform gebogen. Ein Mitarbeiter hobelt die Fässer von innen glatt. So kann man sie später leichter reinigen. Gleichzeitig sägt ein Kollege mit einer Bandsäge die Böden für die Fässer aus. Die Arbeit ist nicht ungefährlich. Und hier ist Präzision gefragt. Jede kleine Unebenheit am Rand könnte später eine undichte Stelle im Fass zur Folge haben. Der Sohn des Chefs, Peter Schmidt, setzt die Böden ins Fass ein. Das erfordert volle Konzentration. In ein paar Jahren wird Peter den Betrieb übernehmen. Er arbeitet in der Werkstatt, seit er 16 ist. Es ist schon hart am Anfang. Es ist halt schon eine schwere körperliche Arbeit und dann kriegt man überall Blasen in den Händen und es ist blutig aufgeschlagen und man hat überall Wunden und man muss trotzdem weitermachen. Aber es macht ja Spaß. Mit dem Hammer. So arbeiten Fassbauer schon seit Jahrhunderten. An der Technik hat sich fast nichts geändert. Nur war der Beruf damals nichts Ungewöhnliches. Es war ja früher einer der häufigsten Berufe. Es war ja jedes Fass war aus Holz, hat Kunststoff gab es nicht, Blech gab es nicht. Da war das wahrscheinlich ein ganz normaler Beruf. Aber mittlerweile gibt es natürlich so wenige, dass das halt schon fast was Exotisches an sich hat. Mitarbeiter Dirk Stephan ist jedenfalls der einzige Fassbaumeister in Bayern. Seit 30 Jahren arbeitet er in der Fassfabrik. Und das immer noch mit Begeisterung. Es fängt halt im Grunde an am Baum, dass der Baum geschnitten wird, dann in verschiedene Teile rausgesucht wird, welches Holz für was zu gebrauchen ist, eben für die Böden, die Dauben, je nachdem, Größe von Fässern. Und am Ende vom Tag bzw. der Woche halt zu sehen, dass man wirklich was geschaffen hat. Das Fass ist so gut wie fertig. Noch die Büchsen für den Zapfhahn einpassen und dann heißt es Feierabend. Prost!